Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Was hat er denn, der Chandler? Fuß. Mal wieder am Fuß verletzt. Das scheint ein FIFA 18 dann wahrscheinlich genauso zu sein wie ein FIFA 17. Wenn eine Verletzung, dann meistens Fuß. Neuer Spieler, Hintab, reinpacken. Okay, schauen wir mal. Die haben alle noch drei Verträge. Also wir machen jetzt zwei Spiele und dann können wir quasi schon die neuen Teams uns kaufen. Also zwei Spiele mit denen, dann muss ich noch ein Spiel machen mit der Bundesliga und dann kann ich für jede Position auf die, also für jede Position, wo ich es brauche, mir einen neuen Spieler holen. In der Bundesliga brauche ich auf jeden Fall keinen neuen ZOM, keinen neuen Stürmer und erstmal keinen neuen LM. Ja, ich habe auf hell gewechselt, aber ich muss ja dunkel spielen auswärts. Von daher machen wir das auch so. Konzentration. Ich werde wieder versuchen, nicht ganz so viel zu reden. Ich will wieder versuchen, mich vor allem auf die Abwehr zu konzentrieren. Okay, das ist ein sehr gutes Team für Liga 10. Was ist denn hier los? Hallo? Gebt mir mal leichte Gegner. Das ist ein richtig gutes Team. Er hat nur seltene Goldspieler. Fährmann müsste ziemlich teuer sein. Forsberg ist ziemlich teuer. Ich denke, auch die Innenverteidigung ist relativ happig. Nur halt als Rechtsverteidiger Kimmich ist merkwürdig, weil Kimmich ist ultra langsam. Der hat, glaube ich, 72 Pace oder so. Okay, konzentrieren. So, vor allem in der Abwehr gut stehen. Und wenn ich halt zu Null spiele und dann in Unentschieden dadurch generiere, scheiß drauf, aber kein Tor fressen. Und nicht so sinnbefreit wie gerade eben beim Gegner reinrennen. Schade. Ja, ich habe den Ball nicht mehr gesehen. Gegner hat natürlich das deutlich bessere Team, fällt mir gerade so ein, aber wenn ich gut verteidige, sollte das kein Problem sein. Wo kommt der Ball runter? Warum gibt es da kein Fadenkreuz? Das war auch wieder dumm von mir. Oh, krass, wie ich gegen Kimmich einfach nichts machen konnte. Gefällt mir gerade überhaupt nicht, wie ich zurzeit spiele gegen den Gegner am Anfang jetzt. Ja, wenn die Tore so immer fallen würden, wenn die Tore so immer fallen würden, würde ich sagen, okay, ist easy peasy das Schießen, also das Tore schießen, aber so ist es ja meistens nicht. Die gehen ja sonst vorhin normalerweise, zumindest bei mir. Also das ist natürlich ein krasses Tor gewesen auf jeden Fall. So, und jetzt gut spielen. Wenn ich jetzt zu Null spiele, habe ich gewonnen. Punkt. Aus Nikolaus. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Von daher jetzt einfach anständig verteidigen. Schön gemacht. Ruhig verteidigt. Leider kann ich nicht kontern. Bietet sich hier gerade nicht an. Da lässt der Palacio durch. Ich wollte eine Schusstäuschung machen, logischerweise. Weiß ich nicht, was er davor gehabt hat. Sollte wahrscheinlich irgendeine Flanke werden. Vielleicht ein Seitenwechsel oder so in den Lauf. Schön zurückgelegt. Das war ein Foul, ja.
Schön zurückgelegt, der Pass ging aber dann auf den falschen Spieler, auch wenn dann trotzdem ein schönes Foul dabei rauskam. So, mal gucken, ob wir jemanden haben, der es kann in der Mannschaft. Rechtsfuß. 56, 71. Ja, scheiß drauf, ich lege einfach ab. Hat nicht geklappt, aber wir kriegen die Ecke. Oh fuck! Komplett unterschätzt, wo das hingeht. Hat noch ein bisschen Probleme gehabt, das Tempo rauszunehmen. Also da ist der Ball liegen geblieben und er ist noch ein bisschen weitergelaufen. Oh, ganz schwacher Pass. Also keine Ahnung, warum er den so schwach spielt. Hat er eigentlich straff aufgezogen. So viel muss ich, also so viel merke ich ehrlich gesagt gar nicht von meinem Innenverteidiger, von meinem Außenverteidiger, von meinem Inform Außenverteidiger. Gab es da schon ein, zwei Situationen, wo ich gedacht habe, okay, cool gemacht, aber ich hätte gedacht, dass der mehr raussticht aus dem Team. Aber natürlich ist es für einen, oh fuck, ich Idiot. Es ist für einen Außenverteidiger immer deutlich schwieriger aufzufallen als für einen Stürmer oder so. War ein normaler Pass. Leider macht er einen Laufpass draus. Ich habe den Ball eigentlich, keine Ahnung. Hazard? Wo hat er den Hazard her? Wurde aber auch Zeit. Er ist auch ein bisschen zu lang rumgelaufen mit Hazard, würde ich sagen. Ist das zum Kotzen, dass ständig mein Torhüter aussieht wie die Feldspieler des Gegners? Schade. Hat zu lange gedauert. Schöner Pass. 11 Meter. Nice. Da war etwas zu stürmisch. Pause angemeldet von Gigsharkin. Was ist das denn? Was ist denn eine Pause, die man. Hä? Wie meldet man denn eine Pause an? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Also ich habe keine Ahnung, was es mit der Pause bedeutet. Ich drück zwar Start, also ich will ihm ja die Pause geben, aber jetzt kommt die Pause. Ich habe gedacht, das Anmelden bedeutet, wenn ich jetzt ebenfalls Start, oder dass das quasi ein Hinweis ist, er möchte eine Pause haben. Und ich wollte ihm die jetzt geben, also so freundlich bin ich natürlich und habe halt auf Start gedrückt, aber ich konnte jetzt einfach nie in die Pause reingehen. Aber wahrscheinlich bedeutet das mit Pause angemeldet einfach nur, dass zum nächsten Zeitpunkt, wo eine Pause möglich ist, dann die Pause einfach kommt. Denke ich mal. So ein 2-0, jetzt bitte noch zu 0 spielen. Achso, wir sind doch gar nicht auf defensiv gegangen, fällt mir gerade ein. Sehr defensiv werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht spielen. Keine Ahnung, ich habe auch Bock, noch Tore zu schießen. Da soll der Ball nicht hin. Glücklicherweise sind wir dann doch nicht mehr im Ballbesitz. Ich wollte keine Schusstäusche machen. Ah, geht schon seinen Gang. Was übrigens gut funktioniert, sind Pässe. Also die funktionieren eigentlich ziemlich gut. Es ist ja selten, dass mal einer gar nicht kommt oder man sich komplett verschätzt. Fällt mir gerade so ein, also ist nicht alles schlecht bei FIFA 18. Pässe sind vielleicht sogar einen Tick zu einfach. Also ich will nicht, dass es wieder wird wie bei FIFA 16, wo man wirklich zu 100% richtig ausgerichtet sein muss, damit ein Pass ankommt. Aber hier passt man aus der Drehung mit den Anfangsspielern, die es ja nur echt überhaupt nicht drauf haben mit dem Passen und die kommen irgendwie alle an. Von daher, naja, interessant, dass ich jetzt hier in Anführungsstrichen somit mein bestes Spiel mache gegen das
schwierigste Team bisher, zumindest in der Liga. Ich glaube, in den Qualifikationsturnieren, da waren schon ganz gute Teams dabei. Vor allem das ja auch die Spielvoraussetzung da war, dass man maximal 78er Teambewertung haben darf. Schade. Hätte ich, denke ich, besser ausspielen können. Schön gemacht von Widmer. Schade. Muss ich vielleicht eher abziehen. Boah, ich wollte gerade sagen, krass gemacht von Laxalt halt, aber das wurde dann als faul gewertet. Schön gemacht mit Diawara. Ah, diesmal wollte ich die Schusstäuschung machen. Sehr schön. Und ja, wir bekommen den Einwurf. Nice. Muss ich, denke ich, direkt den Abschluss suchen und darf mich erst den Ball annehmen. Also muss direkt schießen. Oh, geil. Es war genauso geplant. Also es war geplant, die Flanke auf den zweiten Pfosten zu bringen. Und ich würde auch sagen, Flanken sind einfacher geworden. Und krass, 3-0. Und ja, also ich hätte zwar nicht gedacht, dass es dann noch klappt, das Tor zu schießen, weil dann waren halt leider schon zu viele Spieler da. Aber es war geplant, hier auf den zweiten Pfosten zu flanken, weil ich hatte gesehen, dass da ein Spieler komplett blank war. Leider hat er dann einen Tick zu spät geflankt, aber es hat trotzdem geklappt. Nice. Und ich denke, damit ist das Spiel durch, ne? Also ich hoffe mal, ein 3-0 werde ich nie verlieren in oder nie abgeben in FIFA 18. In, ich weiß gar nicht, in FIFA 17 hatte ich schon mal, ich glaube, 3-0 geführt und dann entweder verloren oder zumindest ein Unentschieden noch kassiert. Könnte aber auch sein, dass ich es verloren habe, weil es ins Elfmeterschießen bei der Weekend League ging und ich das Elfmeterschießen dann verloren habe. Schöner Schuss. Schade. Glück. Wieder eigentlich gut gemacht mit Diawara. Och Mann, da bleibe ich doch einfach stehen. Soll ich mich in Luft auflösen oder was? Naja, mal gucken, wann wir das erste Freistoßtor fressen. In FIFA 17 hat man ja echt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe in komplett FIFA 17 nur drei Freistoßtore gefressen. Also direkte Freistöße. Wie es aussieht, geht auch dieses kurze Rauspassen besser als in FIFA 17. Bisher sind die immer auf außen gegangen, meine Pässe, wenn ich das wollte. Ah, Lukas ist halt wirklich ultraträge. Schade, das war eine dumme Idee. Passiert mir auch zu oft, wie ich finde. Da hätte ich den Gegner gerne bestraft. Aber trotzdem war es, denke ich, gut gelöst mit der Schusstäuschung. Und dann halt den Abschluss ins lange Eck. Ging halt leider daneben, aber wie gesagt, war insgesamt, denke ich, gut gelöst. Schön abgefangen. Schade. Ah.
Oh! Oh! Krasse Situation. Krass, wie er den noch von der Linie ficht quasi. Und das war scheiße von mir, weil jetzt kriegen wir einen Gegenangriff. Das war krass. Schön gemacht. Schade, da hätte ich jetzt gerne noch ein Tor geschossen. Aber war auch wirklich richtig gut gehalten und verteidigt. Das war ein merkwürdiger Pass. Und der Gegner hat auch nicht damit gerechnet, den Ball zu bekommen. Ich dachte auch, dass Palacio den bekommt. Da hätte ich eher eine Drehung machen müssen oder eine Schusstäuschung. Fuck, unten sind wir blank. Jetzt nicht mehr. Oh, wäre lustig gewesen, wenn der dann als Abpraller ins Tor geht. Aber es wäre cool, wenn wir jetzt 3-0 gewinnen würden, weil dann hätten wir erstens 3 Tore geschossen. Ich glaube, wir haben schon mal 3 Tore geschossen, aber haben damals, glaube ich, 3-1 gespielt. Und wir spielen zu 0. Und wir gewinnen den Titel, fällt mir gerade ein, wenn wir jetzt diese Punkte hier holen. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Da bekommen wir zwar noch nicht viele Coins. Ich weiß nicht, vielleicht so. Weiß nicht, ob ich da vielleicht wieder den flachen Abschluss ins lange Eck suchen muss. Aber ich hatte bisher, muss ich zugeben, in FIFA 18 noch nicht so das Gefühl, dass die so mächtig sind. Kann auch sein, dass man ins Kurze wieder abschließen muss, dass das Kurze momentan wieder gefährlicher ist. Das weiß ich nicht. Ein Foul, okay. Ja. Da haben wir es dann schwer gemacht zu flanken. Jetzt bekommt er leider noch eine Ecke. Ich hoffe, er schießt jetzt kein Tor, weil ich würde gerne zu 0 spielen. Das sieht ganz gut aus. Sehr geil, 3-0. Sehr, sehr schön. War bisher auf jeden Fall mein bestes Spiel, würde ich sagen. Gerade auch was den Abschluss angeht. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Ich war auch mit der Abwehr zufrieden. Ich komme auf jeden Fall immer besser klar mit dem Abwarten und Verteidigen, aber ich merke immer noch, also es ist immer noch super anstrengend, logischerweise. Und ich merke immer noch, dass es sehr ungewohnt ist. Wir bekommen schon 2000 Coins für den Titel, das hätte ich nicht gedacht. Dachte eher so an 1500. Nice, jetzt müssten wir ja über 80.000 Coins haben. Okay. Okay, ich glaube noch ein Spiel mit der Serie oder Calcio A und dann wird erstmal ganz, 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 ganz kräftig eingekauft. Ich überlege gerade, ob ich das direkt am Ende des nächsten Spieles mache, also der nächsten Aufnahme. Ich glaube, das wäre sogar eine gute Idee. Das wird dann zwar eine relativ lange Aufnahme, aber dann haben wir wenigstens ein Spiel in der Aufnahme drin. Und diejenigen, die halt nur das Spiel sehen wollen, gucken nur das Spiel an. Und die dann halt Bock haben, auch noch anzuschauen, wie oder welche Spieler ich mir neu kaufe für die italienische Liga. Die können dann ja bis zum Ende schauen. Ich glaube, das mache ich auch so. Ich werde auf jeden Fall direkt noch ein Video aufnehmen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.